Moin, meine Freunde, wir brauchen Leder, haben wir festgestellt. Ohne Leder können wir in dieser Welt leider nichts reißen. Und wie bekommen wir Leder? Indem wir dem Bison in den Kopf schießen und hoffen, dass wir ihn töten, bevor er uns erwischt. Und wir haben es geschafft. Tipp, 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 tipp. Gott. Boah, war aber knapp geworden am Ende. Wir werden holen jetzt ein bisschen Leder. Außerdem brauchen wir Fleisch. Irgendwelche Tiere, die hier rumlungern. Sind gerade richtig heiß. Gib mir Bisons, gib mir Tiere. Ich töte alles. Du! Nee. Lass meine Bewohnerin in Ruhe. Lol. Wollte der Wolf einfach meine Bewohnerin killen? Du darfst sie jetzt häuten. So. Immer noch mit den dicken Winterhandschuhen. Dann haben wir auch wieder was zu essen für unser Dorf. Also die höhere Herausforderung, die ist wirklich herausfordernd. Ein Schluck unterwegs. Ich wollte noch Bären sammeln. Ja, mache ich am Ende der Session. Obwohl, wenn ich jetzt Bären sammle, können die trotzdem nichts damit anfangen. Dann kann ich es auch später sammeln. So, da ist der Schweinestall. Gucken wir erstmal, dass wir hier ein paar Stöcke und Steine finden. Natürlich haben wir keine Stöcke. Im Grunde holen wir jetzt die Ressourcen und die NPCs produzieren für uns. Mehr wird gar nicht mehr laufen demnächst. Der nächste, der in unser Dorf kommt, kriegt eine zweite Holzfällerhütte. Bauen wir dann hier hin. Oder weiter oben. Mal gucken. Also die Leute sagen, wenn ich was in der Hand habe, sammelt ich schneller. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich das nur so an. Müsste man mal empirisch ermitteln. So, also wir brauchen Messer. Mach ich mal eben zwei Messer und dann können die Leute wieder arbeiten. Ein Dorfbewohner. Das ist unsere Questfolge. Ich glaube, wir haben drüben schon um die Blätter geflirtet. Nee, haben wir nicht. Ich glaube, wir waren auch gar nicht nebenan. So.
Kann ich wieder ein bisschen was verkaufen? Und ich bringe auch wieder 100 Äste mit. Ach ja. Wir brauchen erst eine Hütte. Ich hatte mir überlegt, dass hier eine Hütte hinkommt. Und dann kommt da ein Zaun drum, der hier hingeht. Und da kommt ein Zaun drum. Und dann kommt hier ein Hühnerstall hin. Und direkt daneben später der Gänsestall. Kommen wir aber 8 Buntholz. Wir wissen, dass Holz momentan unsere Schwäche ist. So. Also ich glaube, da haben wir Holz. Und dann machen wir die ersten Wände aus Stein. Obwohl ich es echt schön finde, dass dann alle so ein bisschen aus Holz sind, ne? So schlicht. Wenn wir jetzt wieder eine Stadt aus Stein machen. Ich weiß ja nicht. Könnte auch hier gegenüberliegend einen ausmachen. Das ist quasi in einer Flucht hier mit. Ja, das passt echt gut. Ah, wir haben gesagt Stein, ne? 6 Steine. Okay. Also ihr hört ganz anderer Ton, wenn man das aus Holz baut. Oder aus Stein. So, wir haben ja jetzt den ganzen Stein Wurfsteine gemacht. Kommen wir alles nicht in den Müll. Das Essen brauchen wir nicht. Und dann wird das auch wegen dem Dünger gefixt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir unser Zeug bekommen. Aber noch ist es nicht so weit. Bringen wir erstmal etwas Struktur in unser Dorf. Versucht mich dagegen zu wehren. Aber wahrscheinlich werden wir echt Steinhäuser brauchen. Und Stein ist gerade das, die Ressource, die wir im Überfluss haben. Wisst ihr?
und Stroh. Dann braten wir uns noch ein schönes Gute-Nacht-Steak. Oh nein. Sind wir jetzt die Einzigen, die hier Nachtwache machen im Dorf? Banausen. Runter ist mit keins hier. Das ist blöd. Machen wir. Achso, den Hammer. Dann machen wir Folgendes. Wir machen jetzt ein Nickerchen. Dann essen wir was. Ach, guck mal, die Zwiebeln sind auch schon aufgegessen. Es wird langsam echt kritisch. Ich muss alles Fleisch braten. Und dann müssen wir das Fleisch da reinwerfen. Wir sind immer weiter hier am Wachsen und am Wachsen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir genug Ressourcen noch zur Verfügung haben. Da ich ja Essen und Holzverbrauch so hoch gemacht habe. Doppelt so hoch wie im normalen Spiel. Wird das langsam echt gefährlich. Ich kann mich nicht aufs Bauen und Expandieren konzentrieren, wenn die mir die Leute verhungern und erfrieren. Wir müssen also gucken, dass wir jetzt genug Holz kriegen. Und das kriegen wir nur durchs zweiten Holzfäller. Dann habe ich die Sorge schon mal weniger. Und wenn wir dann den zweiten Holzfäller haben und die zweite Hütte und den zehnten holen, dann werde ich auch wahrscheinlich einen zweiten Jäger reinholen. Eigentlich können wir jetzt schon einen zweiten Jäger auswählen. Die Landarbeiterin. Wenn ich einen habe, der für mich Dünger herstellt und für mich das Getreide fäscht, dann habe ich die Arbeit weniger. Das ist gut. Aber die Feldarbeit, die können wir auch eben selber schnell machen. Brauche ich keinen für. Die hat alles. Das ist mein zweitbester Jäger. Gut, was nicht sehr schwer gerade zu dem Zeitpunkt ist. So, es ist die Jägerin. Herzlichen Glückwunsch. Kurz befördert. So, jetzt futtern wir hier noch ein bisschen. Und den Rest, den geben wir dann den armen Bauern. Wir haben nämlich die letzte Zwiebel auch schon weg. Die können sich ja nicht nur von unreifen Bären ernähren. So. Jetzt gehen die Leute an die Arbeit gut. Wir holen uns von drüben ein bisschen Holz. Ist außerdem auch sehr gut, weil wir dementsprechend genug Äste kriegen, die wir dann wieder für die Produktion benutzen können. Ich weiß noch, wo früher Dachziegel mit Rundholz ging. Das war noch eine Zeit.
Derzeit kannst du so schnell einfach schön dein Dorf aufbauen. Du hast einen Verein, der nur Rundholz gesammelt hat und alles ging mit Rundholz. Und die Sachen haben auch noch mehr eingebracht. Wow, der ist aber weit geflogen. Ah, Steine. Gut. Weil die Steine, die wir hier haben, die werden wahrscheinlich nicht reichen. Hier hatte ich irgendwo noch einen Baum gefällt, oder? Da. Und der Herr trägt so viel. Welche Überraschung. So. Eben rüber gezwitschert. Ich mag das Vögelzwitschern mit diesen Musik. So. Gut, jetzt sind wir ein bisschen langsamer, aber dafür haben wir jetzt alle Steine, die wir brauchen, um den Bau fertig zu machen. Wir machen dann hier an der Nordseite Steinhäuser. Einmal hier lang. Vielleicht machen wir hier in dem Sektor auch irgendwann Stein. Aber mir gefällt dieser Holzanblick. Naja. Irgendwann muss man mit der Zeit gehen, so ist das nun mal. Noch zwei Rundholz, dein Ernst? Um Gottes Willen. Wir fällen jetzt hier ein paar Bäume, da wir auch mega viele Blätter brauchen. Ich hoffe, das zerstört jetzt nicht die ganze Ästhetik. Das Gute ist, wir haben zu viel Stein. Wollen wir noch schnell den Ahorn? Ahorn ist die Holzquelle schlechthin. Der alte, mächtige Ahorn. Guck mal, was denn dazu unsere Jäger schon gebracht haben. Also, wir brauchen 6, 6, 6, 18. Plus 18 sind 36. Wir kriegen immer 2, ne? Das heißt, jetzt haben wir nur 20 Bretter. Oh je. Und wir sind schon überladen. Wir haben aber auch noch die gefühlt 200 Stücke. Müssen wir auch noch berücksichtigen. Die gehen wir gleich noch ab. Können die zumindest schon mal in die Produktion gehen. Schöne Weidenkörbe flechten. Wobei ich jetzt eher der Freund davon bin, dass ich den langsam Töpfe machen lasse. Weil die können wir später zum Kochen verwenden.
Oh. Vielleicht brauchen wir doch noch 4 Steine. Dann sind Ahornbäume. Noch 2 Steine. Jetzt haben wir alle. Oh, Gottchen. Oh, noch 2 Steine. Hm? Da hinten waren noch welche. Ein Stein. Und jetzt noch. Einer, perfekt. Ach, wie schnell geht das? Der ist aber groß geworden. Überleg mal, du züchtest nachher Pflaumenbäume und dann kommt irgendeiner hin und fällt die. Nachdem du so gefühlt 10 Ingame-Jahre darauf gewartet hast. Warum haue ich eigentlich auf das runter? Schnelleres Abbauen, Graben. Und hier ist weniger Ausdauer. Machen wir erstmal das. Dann kann ich mehr Holz fällen, ohne dass ich so schnell Ausdauer verliere. Na komm, fällen wir den hier auch noch. Dann haben wir alle Ahornbäume ausgerottet. Nee. Ach krass, hier gibt es so viele Ahornbäume. Ist ja der perfekte Ort, Leute. Ach doch. Ich dachte, hier kommen keine. Ich finde, das Dorf ist schon echt schön geworden. Und wir sind noch mitten im Aufbau, im Wachstum. Und das Schöne, was gegenüber dem alten Dorf war, wir können hier frei expandieren in jede Richtung. Na, das hat alles Vor- und Nachteile. So, viel bleibt nicht über, aber wir brauchen noch Bretter. Also noch 2 Ahornbäume. Dann haben wir unser erstes Steinhaus. Ah, nehm 3, dann kann ich den doch vielleicht Schüssel machen lassen. Habe ich richtig gesehen. Okay, sonst war hier. Thank you.
denn der letzte? Da haben wir noch einer. Könnte es sein, dass wir gerade ein bisschen zu viel tragen? Was für eine verrückte Zeit. Vielleicht machen wir hier den zweiten Holzfäller. Hinter dem Schweinestall. Passt perfekt. Ja, das passt. Das passt. Das passt wirklich. Manchmal braucht man einfach eine neue Perspektive. Aha. Hat einer seine Feder fallen lassen. Ja, das ist es. Acht Rundholz. Ah, Leute, da haben wir alles hingekriegt, was wir machen wollten. Okay, 27 Minuten, lol. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Zeitraster. Das fällt mir gar nicht auf. Muss ich euch sagen, fällt mir nicht auf. Das macht so Spaß, das Ganze hier zu spielen. Da verliert man jegliches Zeitgefühl. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dann auch so sofort in so eine Sucht verfallt, wenn ihr Medieval Dynasty mal anfängt. Oder ich glaube, es spielen nicht mal alle von euch Medieval Dynasty, oder? Also ich mir zumindest vorstellen. Ah, haben wir das auch schon wieder erledigt. Machen wir noch die 8 Stroh. Ja, wegen dem Tierfutter verliere ich jetzt doch mehr Stroh. Also in Zukunft verkaufen wir das nicht mehr. Im Sommer haben wir wieder genug Stroh. Dann haben wir die Holzfällerhütte. Na gut, jetzt habe ich hier ein... Ah, egal. Da habe ich nicht vorausschauend gedacht. Okay, die Leute fangen an zu hungern. Das ist unser erstes Steinhaus, Leute. Oder? Genial? Ja, genial. Ah, perfekt. Ah, das war ein hartes Stück Brot. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir unser nächstes Abenteuer bestreiten. Also, bis dann, euer Toshi. Ciao.